Hi ihr Lieben, ich bin's Andrea. Ich werde euch heute ein Projekt zeigen hier mit diesem Schmetterling, den ich ausstanze, erst stempel und dann ausstanze. Ich hatte was anderes im Sinn, das hat aber nicht so geklappt, wie ich wollte. Es ist ein gutes Projekt, um euch zu zeigen, wie man nur teilweise ausstanzt, speziell mit der Gemini, ist vielleicht ganz interessant. Ich habe es dann so gestempelt, dass die sich berühren und ich praktisch was zum Aufklappen habe. Wäre nicht nötig gewesen mit dem Projekt, das ich dann finalisiert habe, aber ja, es ist ganz gut zum Zeigen. Hi guys, it's me. I'm showing you something. You know, I had something different in my mind, but at the end of the day, I didn't need to have them stamped and cut out, attached, but I thought I'd leave it in to show you how you can partially cut out with the Gemini, especially with the Gemini, and I will show you here how I do it. I mark that area where I will stop cutting with the machine, and that means I put it into the machine, and where the mark is, that will hang out of the plates of my sandwich. And that's the way you can partially cut out. Ich habe jetzt hier markiert, wie ihr gesehen habt. Und an dieser Markierung, die lege ich an, oben an der Platte, und lasse es raushängen. So wie ihr seht, jetzt oben links diese Markierung. Pack die obere Platte drauf und fahre damit durch die Maschine. Und es schneidet dann ja im Prinzip nur bis zu dieser Markierung aus. Seht ihr das jetzt oben? Genau. Und genauso mache ich das auf der anderen Seite. You can see now that it only cut out up to my little mark I had. And I will do the same with the other side. I mark it up and put it in between the plates and let it hang out, so that it only cuts out where the plates are. Yeah, that's a simple thing. Just in case, most people know this little trick, but just in case you didn't, it might help you. And as I said, I do the same with the next one. So, and that means I have both butterflies attached. And what I actually had in my mind was a little booklet in that shape or form, but it didn't work for the, you know, it's a show project and that wouldn't have stand out. And so that's why I changed my mind and make something that really stands out. You know, what you can see better in the show. And so I cut the rest off with the scissors. Simple as that. And I start colorizing with my sparkle pens. Ich habe jetzt hier den Rest noch ausgeschnitten. Das ist jetzt immer noch da oben auf der Ecke zusammen. Und wäre, wie gesagt, nicht nötig gewesen, aber ja, es ist mal ganz schön, sowas zu zeigen. Und ich fange jetzt an zu kolorieren mit meinen Sparkle Pens. Das sind ja auf Wasserbasis. Ist wie eine Aquarellfarbe mit Schimmer drin. Und die funktionieren genauso. Das heißt, ich packe mir ein bisschen aufs Papier, blende das dann aus mit dem Pinsel. Im Prinzip könnte man das auch auf die Kraftmatte packen und von da aufnehmen mit einem Pinsel und dann aufbringen. Das kann man machen, wie man möchte. Das ist sehr vielseitig. Das kann man auf ganz, ganz verschiedene Arten benutzen. Hier seht ihr ja, ich habe in der Mitte ein bisschen aufgegeben und das verblende ich einfach. You can see, I use the sparkle medium. This is the Spectrum Noir sparkle pens. In this way, I put some on the paper, and the paper is watercolor paper actually, and then blend it out with a wet brush. But you could put it on the craft mat and pick it up from there, so all possible. But it depends on, sometimes I do it this way, sometimes in that way, differently. So I wanted to have this yellow bits in there that stands out. And I'm not doing a lot more. You know what I now use it for is as a, you could see it in the in the title, it's a lollipop butterfly. And I will glue it on a stick
and you can use it then to decorate flower pots, for example, or for table decoration, whatever. Endless possibilities. Ich habe jetzt, nachdem ich fertig bin, packe ich die zusammen, klebe die auf der anderen Seite zusammen und mache ein Stöckchen dazwischen. Ganz einfach, um es dann eben, am, wie der Titel schon gesagt hat, ein Schmetterling am Stiel zu sein. Ich benutze hier so ein dreifach dickes Glossy-Zeugs. Das ist einfach, das verstärkt das Papier und es verstärkt auch diesen Glitter oder Glitz ist kein Glitter, diesen Schimmer von den Sparkle Pens. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Das dauert natürlich eine Zeit, bis das trocknet. Das packe ich drauf. Oh, bevor ich zusammen mache und werde mich jetzt um das Stöckchen bemühen. Das ist ein Stäbchen, ein chinesisches Essstäbchen. Da habe ich so viele von. Und die sind hervorragend zu benutzen hier zum Basteln. Ganz toll. This is a chopstick actually. I have quite a lot of them. And they are perfect for doing stuff like that. And I put a good coat of gesso first on and then I thought about having something black, and this is Starlight paint and from Imagination Crafts. A bit of sparkle, didn't want to overshine the butterfly, of course, but a bit of sparkle. So, and that's the close-up already. Ihr habt ja gesehen, ich habe das Stöckchen noch erst behandelt mit Gesso und dann noch mit ein bisschen Metallic Paint in Farbe in Schwarz. Und hier könnt ihr sehen, da habe ich es dazwischen geklebt. Das kann man jetzt schön Blumentöpfe verwenden oder auch als Tischdeko in Gläsern. Wenn man da ganz viele von macht, sieht das toll aus. So guys, I thank you a lot for watching and I hope you like this little project. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be so much appreciated. I hope I see you soon with my next project and I wish you a fantastic time. Until then, bye bye. Ich danke euch recht herzlich fürs Schauen, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich auch super drüber freuen. Ich, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt und wünsche euch eine tolle Zeit bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Tschüssi!